Hallo meine lieben YouTube-Freunde. Wir wollen erneut wissen, was Nostradamus für den Monat März 2020 prophezeit hat und wie die Konstellationen sind. Als erstes dürfen wir uns entspannen, denn der Monat März wird ein sehr guter Monat werden. Man kann sagen, es könnte sogar der beste Monat in diesem Jahr werden. Auch wenn Merkur noch bis zum 10. März rückläufig ist, kann jetzt durchgestartet werden. Auch Neubeginne oder ältere Dinge können erfolgreich angepackt werden. Nur die ersten und letzten Tage des Monats sollten aus den Planungen gestrichen werden. Also, krempelt die Ärmel hoch und legt los, denn wir bekommen viel Freude und großen Aufschwung. Hier nun die Prophezeiung Nostradamus in seiner 8. Zenturie, Vers 74. Der König betritt die ferne, neue Welt. Während die Leute ihn willkommen heißen, findet seine Perfidie solchen Widerhall, dass die Leute glauben, Grund zum Feiern zu haben. In dieser Weissagung deutet der große Seher auf den jetzigen US-Präsidenten hin. Erstaunlich ist, dass er den Präsidenten haargenau beschrieben hat. Denn mit den Worten, der König betritt die ferne neue Welt, beschreibt er den Präsidenten, dass er in Amerika nicht wegen seiner Tüchtigkeit gefeiert wird, sondern weil er perfide ist, also heimtückisch ist. Er ist eine Spielernatur, die fast schon einmal bankrott war und von Politik absolut keine Ahnung hat. Er hintergeht seine besten Freunde oder schickt sie in die Wüste. Leider wird er als Kriegsanstifter in die Geschichte eingehen, weil er das, was wir zurzeit mit dem Islam erleben, provoziert hat. Es ist erbärmlich, wie ihm auch europäische Staaten zu Füßen liegen. Doch wer hat schon den Mut, Donald Trump die Stirn zu bieten? Unsere Welt ist aus den Fugen geraten und das hat schon Nostradamus vorausgesehen und angekündigt. Und das werden wir büßen müssen. Bleibt uns nur zu hoffen, dass die Ankündigungen Nostradamus nicht in dieser Härte eintreten. Jedoch wird es trotz allem ein guter Monat für jeden von uns und darauf können wir uns freuen. Habt eine gute Zeit. Herzlichst, eure Deria.